Jugendlichen. Ja, eine Minute vor. Ich fange trotzdem schon mal an. Vorab schon mal, ich habe versucht, es ein bisschen vorzubereiten und ein paar Folien zu machen. Dabei habe ich festgestellt, dass es wahrscheinlich in 45 Minuten schwer ist, wirklich eine Hands-on-Session zu machen. Also das, was ich gerne gehabt hätte, dass ihr alle mitmacht, ist wahrscheinlich schwierig. Ich fange auch eher mit so ein bisschen Metathema an. Also das ist nicht das Metathema. Das ist eher so der Starter immer auf meinen Folien. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie Probleme habt und so weiter. Ich bin unter diesem Nick auf sehr vielen sozialen Plattformen erreichbar. Also Twitter lese ich regelmäßig und auch im Typo 3 Slack. Bezüglich Typo 3 Slack auch vorab an der Stelle. Wenn ihr Fragen zu Compose habt, wenn ihr sagt, das, was ich jetzt gleich so erzähle, das überzeugt mich irgendwie, das ist toll oder ich möchte damit einsteigen oder anfangen. Es gibt auf Slack, im Typo 3 Slack, einen Composer-Channel, der wirklich sehr nett ist. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Fehlerausgabe habt oder so und ihr könnt damit nichts anfangen, es gibt viele Leute, die da helfen und ja, also nicht nur ich, sondern auch andere Leute und der Traffic darin ist relativ gering und die Hilfsrate sehr hoch. Ja? Also ich würde sagen, 99,999% kann da irgendwie geklärt werden, auf kurzem Wege. Ha! Kastenbier! Hey! Ja, stimmt. Doku ist ein gutes Stichwort als Randbemerkung. Es gibt für Composer natürlich eine Dokumentation. Es gibt für Composer mit Typo 3 so gut wie keine Dokumentation. Also das ist etwas, wo wir wirklich sehr viel besser werden müssen als Typo 3 Community. Das haben wir auf dem Zettel und werden das auch tun. Und das andere Problem an der Composer-Doku ist eine super Referenz. Ich hatte große Probleme damit, das als Einsteiger-Doku zu nehmen. Also wenn man weiß, wie man sucht und wie man es zu verstehen hat, dann hilft das sehr oft. Wenn man nicht weiß, worum es eigentlich überhaupt geht, dann ist es sehr schwierig. Also auch da ist, glaube ich, jetzt bei uns, die wir Composer täglich nutzen, mit Typo 3 angekommen, dass es solche Sessions braucht, solche Videos, wie auch immer, Blogposts, wie starte ich überhaupt, was ist es? Und für mich die zentrale Frage, die ihr euch wahrscheinlich auch, die ihr hier sitzt, gestellt habt, warum überhaupt? Warum zur Hölle muss ich jetzt irgendwie was Neues lernen? Ich würde das gerne verallgemeinern, warum überhaupt jetzt irgendein neues Tool einsetzen? Ja, also zum Beispiel Docker oder Composer, ja? Weil es total cool ist. Alle machen das, es ist total cool. Nein, das ist nicht der Grund, explizit nicht. Ja? Und weil alle das machen, bitte auch nicht. Also lasst euch nicht verlocken, nur weil jetzt alle von Composer reden und Composer-Mode und alles ist besser, lasst das nicht die Entscheidungsgrundlage sein für eure Entscheidung. Ich benutze jetzt auch Composer und möchte das lernen. Lasst euch auch nicht irritieren davon oder euch einreden von allen Leuten, die schon jahrelang mit Composer hantieren, dass es total einfach ist. Also mach einfach hier so ein bisschen tippen und dann ist alles total, ne, muss ich nichts lernen. Das stimmt auch leider nicht. Ja? Es ist ein neues Tool. Ihr werdet Dinge neu lernen müssen und Dinge überdenken müssen. Der einzig valide Grund ist, dass es irgendwie eine Hilfe ist. Ja? Also für mich persönlich habe ich jetzt ein paar Dinge zusammengetragen. Es ist eine Hilfe für mich, weil ich Dinge schneller machen kann. Es ist eine Hilfe für mich, weil ich Dinge zuverlässiger machen kann. Und weil generell es meine tägliche Arbeit in den Dingen, die ich tue, also ein Projekt neu aufsetzen, ein Projekt entwickeln, Features entwickeln und so weiter, weil es mich da einfach unterstützt in vielerlei Art und Weise. Und das ist sozusagen der Grund, den ihr als erstes Kriterium ansetzen solltet. Dieses neue Tool, in dem Fall jetzt halt Composer, unterstützt meine tägliche Arbeit. Das ist das einzig Ausschlaggebende. Und wie gesagt, nicht zu vergessen, wenn ihr ein neues Tool in Erwägung zieht, dann geht Folgendes einher. Ihr schaut, wie arbeite ich momentan und ihr stellt fest, so wie ich momentan arbeite, das könnte man vielleicht verbessern.
Und ihr schaut euch vielleicht um, also habt ein Interesse daran, das zu verbessern und schaut, wie machen es andere. Also wie benutzen jetzt zum Beispiel andere Composer, und ich habe vorher aber immer im Extension Manager die Extensions mir runtergeladen. Wie machen es andere und warum ist es für die besser, und vielleicht kann es mir ja auch helfen. Es bedeutet auch, mit anderen Leuten zu sprechen, logischerweise. Also der erste Schritt, darauf will ich eigentlich hinaus, so als Grundpunkt, ist nicht irgendwie, ich gehe auf die Webseite von Composer und schaue mir die Befehle an, sondern der erste Punkt ist, ich habe irgendwas, was ich verändern will sozusagen oder was ich vielleicht verbessern will. Und hatte ich eben ja schon angedeutet, wenn ich etwas Neues benutze, ein neues Tool, ein neues Hilfsmittel, dann bedeutet das auch, ich muss es lernen und ich muss anfangen, es zu benutzen. Und ich muss es lernen und benutzen und lernen und benutzen und lernen und benutzen und benutzen beim Lernen. So. Composer. Was sind denn Dinge, bei denen mich persönlich jetzt und euch Composer, wo könnte Composer euch unterstützen und wo unterstützt es mich zum Beispiel auch? Das erste, was da ins Auge springt, ist, ich fange ein neues Typo3-Projekt an. Ja, irgendwie neuer Kunde, möchte eine Webseite haben, klassisch, ja, und ich mache ein neues Typo3-Projekt. Wie starte ich normalerweise? Ich lade die Sourcen runter, gehe in den Webinstaller, installiere das. Projekt abgeschlossen, nächstes Projekt. Wie mache ich das? Ich lade wieder die Sourcen runter, bla bla und so weiter, mache irgendwelche Geschichten und merke dann aber irgendwann, viele Dinge sind immer wieder gleich. Also zum Beispiel ich brauche ganz häufig News oder immer News in meiner Installation. Ich brauche immer irgendwie ein Side-Package mit irgendwelchen Templates drin, die immer gleich sind. Ich brauche bestimmte Content-Elemente, wie auch immer. Und dann fangen viele Leute an und überlegen sich, ja, wie kann ich denn immer mit meinem Standard Typo3 sozusagen anfangen? Und dann gibt es verschiedene Lösungen. Und mit Composer, das ist jetzt mein Statement sozusagen, erleichtert das vieles, ein Projekt neu anzufangen, weil ich mehr oder weniger so als Vorgriff vorweg, ich schreibe eine Datei, in der drin steht, wie mein Projekt aussehen soll im Idealfall, und dann muss ich einen Befehl eingeben und ich starte quasi mit meinem Standard. Also wenn ihr quasi Verbesserungsbedarf seht auf eurer Seite in dem Prozess, dann könnt ihr euch auf alle Fälle gerne Composer anschauen. Ein anderer Punkt für mich, wie ich oder wo mir Composer hilft, ist, wenn ich ganz konkret Features entwickle. Also nehmen wir mal ein blödes Beispiel. Kunde möchte, dass aus einer CSV-Datei irgendwelche Daten importiert werden. So, dann könnte ich jetzt hingehen, oder so wie ich es früher gemacht habe, ist, ich google mal, dann finde ich vielleicht auf Stack Overflow irgendwelchen Code, den copy-paste ich dann in mein Projekt und dann ändere ich den, weil ich den anpassen muss. Und dann schmeiße ich ihn wieder weg, weil er doch nicht funktioniert, und schreibe den Code irgendwie neu. Und mit Composer, auch wieder als Vorgriff, hilft es mir da, weil es gibt einen Ort, wo ich suchen kann, hat jemand schon mal irgendwie sowas wie CSV-Import gemacht? Und dann finde ich drei Pakete, dann im Prinzip so wie im TR auch, wenn er nach einer Extension sucht. Und für diesen konkreten Anwendungsfall kann ich dann sagen, okay, ich benutze den Importer von Klaus Müller, und installiere mir den mit Composer, und das hilft mir dann, weil ich das alles nicht mehr selber quasi mich, ne, also ich muss nichts copy-pasten, irgendwas, sondern ich sage einfach, benutze diesen Importer, und das hilft mir dann in dem Zuge, neue Features für das Projekt zu entwickeln. Also sprich, ich muss nicht das Rad neu erfinden in vielen Themenbereichen, und die Arbeit von anderen, die andere schon gemacht haben, muss ich nicht neu machen, und die integriert sich sehr schön und sehr einfach in mein aktuelles Projekt. Und der letzte große Anwendungsfall, das ist auch quasi die Reihenfolge, ich starte ein Projekt, ich entwickle das Projekt, und was passiert dann danach? Dann muss ich es irgendwie auf einen Live-Server bringen. Ja? Und so wie ich immer gearbeitet habe früher, war dann so FTP-Client an, ja, irgendwie hochschieben, irgendwie Konfiguration noch ändern, im FTP-Client möglicherweise direkt, und dann beten, dass alles funktioniert. Und genau, und dann ist es irgendwie live. Und heutzutage gibt es mehrere Dinge, die man an der Stelle verbessern kann. Das eine ist, einen schöneren Weg sozusagen, das auf das Live-System zu bringen, und das andere ist, wie kann ich,
wie kann ich vielleicht nicht nur ein Live-System haben, sondern ein System, auf dem der Kunde das schon mal sich anschauen kann, ja, also sowas wie Staging. Und wie kann ich dann sicherstellen, wenn ich das auf Staging alles richtig bei FTP hochgeladen habe, dass ich dann nicht vergesse, wenn ich das auf das Live-System hochlade, nicht irgendwie drei Ordner plötzlich nicht mehr hochlade. Und an der Stelle hilft Composer auch, das zu verbessern und zu automatisieren. Also was bekommt man von Composer? Im Wesentlichen das Schlagwort, was für mich an erster Stelle steht, Automatisierung. Ich kann Dinge, die immer wiederkehren, automatisch ablaufen lassen. Ja? Also ein neues Projekt aufsetzen, das definiere ich einmal irgendwie, wie das für mich aussehen soll, und dann wird das automatisch immer genauso installiert. Ich definiere einmal, das Projekt XY ist abgeschlossen, die Entwicklung ist abgeschlossen, mein CSV-Import ist abgeschlossen. Ich kann das automatisiert mit Hilfe von Composer als ein Baustein auf ein Staging-System bringen oder auf ein Live-System, ohne dass ich da manuell irgendwas machen muss, bei dem ich halt was vergessen kann. Also grob sozusagen im Sinne der Workflows, ich muss weniger machen und kann mehr erreichen und zuverlässiger erreichen. Und ein anderer wichtiger Punkt für mich persönlich ist auch, Kontrolle wiederzubekommen oder überhaupt bessere Kontrolle über mein Projekt zu haben. Also welcher Code ist gerade in meinem Projekt? Welchen Stand hat das? Ja? Also wegzukommen davon, oh, da ist ein Bug in News, ich gehe mal kurz in den FTP-Client und ändere mal die 4 Zeilen auf dem Staging-System. Dann funktioniert das auf dem Staging-System, dann deployt mein oder lädt mein Kollege das per FTP auf das Live-System hoch, bumm, kaputt, weil er natürlich nicht wusste, dass da auch irgendwas geändert wurde auf dem Staging-System. Also sprich, Composer hilft, strukturierter zu arbeiten und genauer zu definieren, welcher Code läuft denn. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man vielleicht nicht patchen kann, soll, muss mit Composer. Das geht auch, aber es ist definiert, was jetzt genau gepatcht ist und nicht irgendwie einfach so mal, sondern es steht an einer bestimmten Stelle. Und ein vielleicht auch nicht zu unterschätzender Punkt ist, aber auch nicht zu überbewertender, ist, man bekommt einen kleinen Performance-Gewinn. Also man kann ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben, welche Dinge da sind, welcher Code da ist, und man kann ein bisschen Feintuning sozusagen machen, dass bestimmte Dinge schneller funktionieren. Und letzter Punkt ist, wenn ich bestimmte Schritte tue, also nicht out of the box, aber wenn ich bestimmte Dinge tue, dann unterstützt mich Composer auch, eine sicherere Webseite auszuliefern. Und zwar automatisch, ohne dass ich viel mehr Arbeit habe. Ich definiere es einmal und dann muss ich mich gar nicht darum kümmern, dass es irgendwie so ist. Also das müsst ihr jetzt mir einfach so glauben, aber so als Ankerpunkt, was sind denn überhaupt die Vorteile? Ja, warum soll ich mich damit beschäftigen? Und wenn wir über Kontrolle sprechen, müssen wir, glaube ich, auch in Bezug auf Composer über Versionskontrolle sprechen. Und deshalb eine Frage zurück jetzt an euch. Ich habe schon viel erzählt. Wer von euch benutzt täglich ein Versionskontrollsystem? Okay, also fast alle. Das ist sehr gut, weil Composer ohne Versionskontrolle ergibt keinen Sinn. Also wenn ihr so arbeitet, dass ihr eure Projekte nicht unter Versionskontrolle habt, wovon ich auch abraten würde, dann denkt aber auch gar nicht darüber nach, Composer zu nehmen, weil das hilft euch nicht. Ja? Composer hilft euch dann, wenn ihr eine Versionskontrolle habt und die Composer-Befehle, nicht die Befehle, aber zumindest die Anweisung von Composer auch unter Versionskontrolle stellt. Also sprich, immer wenn ihr über Composer nachdenkt oder wenn ich über Composer oder andere Leute über Composer sprechen, ist Versionskontrolle immer mitgedacht. Also das wäre sozusagen der erste Schritt, bevor ihr mit Composer anfangt, ist konsequent immer für alles Versionskontrolle benutzen. Das hat andere Konsequenzen. Also zum Beispiel, wer von euch benutzt noch TypoScript in Datenbank-Templates sozusagen? Niemand? Keiner mehr? Alle in Dateien? Also bis auf, ja. Also natürlich, ihr braucht einen Template-Datensatz, braucht ihr natürlich. Da führt momentan noch kein Weg dran vorbei. Und ich benutze das auch noch, wenn ich irgendwie kurz mal auf dem Live-System schnell irgendwie Hotfix, TypoScript, so No-Cache gleich 1 oder so.
Ja, ich weiß, ja, genau. Theoretisch, genau, gibt es das sogar auch, aber genau. Genau, aber das ist ja schon mal super. Aber so, jetzt habe ich ganz viel erzählt, was wie euch, an welchen Ecken euch Composer vielleicht helfen könnte. Was ist Composer denn überhaupt? Und da würde ich euch auch erstmal gleich den Zahn ziehen, falls ihr da irgendwie Bedenken habt. Composer ist und bleibt erstmal, denke ich, für etwas längere Zeit ein Kommandozeilentool. Das heißt, wenn ihr Composer benutzt, ist das leider ein bisschen anders als Git. Git ist ja grundsätzlich auch erstmal nur ein Kommandozeilentool, aber es gibt super viele GUIs dafür. Es gibt irgendwie SourceTree, GitHub hat irgendwie diverse Tools, keine Ahnung, Git-Kraken, weiß nicht alles, Tower, genau. Also es gibt eine Unmenge von GUI, Clicky-Bunti-Tools, die gibt es für Composer nicht. Ich habe neulich irgendwann mal gehört, dass irgendeine Butze hat mal so ein Tool mal rausgebracht, ich glaube für Mac und Windows, also so eine Composer-GUI, habe ich mir aber noch nicht angeguckt und technisch ist es einfach eine Herausforderung, also muss ich auch gar nicht ins Detail gehen. Sprich, wenn ihr jetzt damit anfangt, dann müsst ihr damit leben, dass ihr eine gewisse Zeit lang auf der Kommandozeile unterwegs seid. So, was ist Composer noch? Kleinigkeit sage, diese Kleinigkeit brauche ich auch noch und diese Kleinigkeit, die ich hinzufüge, braucht aber noch 100 andere Kleinigkeiten, dann kümmert sich Composer auch drum. Also es ist eher so, ich brauche einen State, einen gewissen Stand also für mein Projekt. Ja, es ist genau das, was ich halt auch vorhin gesagt habe. Ich möchte ein Projekt haben, das folgende Dinge erfüllt, also Typo 3 und News und irgendwie so ein CSV-Importer. Das sage ich Composer alles in einer bestimmten Datei und dann macht Composer das einfach, dass alles da ist, damit ich das auch dann so verwenden kann. Das ist jetzt nicht direkt Composer, aber es gehört quasi zur Composer-Infrastruktur mit dazu. Das ist total wichtig. Ein total wichtiger Teil ist das Package Repository. Also Composer, das habe ich eben noch gar nicht so im Detail gesagt, Composer hat das Konzept von Paketen. Also alles ist irgendwie ein Paket. Ein CSV, eine CSV-Library, die CSV parsen kann und als Array bereitstellen kann in PHP, ist ein Paket. Mein Projekt ist ein Paket. News ist ein Paket. Typo 3 ist ein Paket. So. Und damit das überhaupt nur erstmal, dass es überhaupt funktioniert, muss es irgendwie eine Instanz geben, eine Registrierungsinstanz, bei der ich nachschauen kann, welche Pakete gibt es denn überhaupt alles. Ja? Und das ist packages.org. Und wenn ihr Composer installiert auf der Kommandozeile, dann fragt Composer immer auf Packages nach, ist dieses Paket denn da? Und in welchen Versionen ist das da? Und ihr könnt, vielleicht kann ich das hier mal kurz einschieben, ihr könnt auch auf diese Webseite gehen und selber danach suchen. Also das habe ich mit, das ist wirklich ein Beispiel, ist schon ein bisschen länger her, dass ich diesen CSV-Importer, diesen CSV-Importer geschrieben habe, aber ich bin wirklich dann auf Packages gegangen, habe nach CSV gesucht und dann habe ich ein Paket gefunden, beziehungsweise ich habe nicht nur eins gefunden, das ist wie im TR manchmal. Okay, das geht nicht. Dann nehmen wir mal den hier. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe hier meinen eigenen Hotspot, theoretisch. Das ist genau. Also grundsätzlich, das stimmt, das hatte ich gar nicht erwähnt. Guter Punkt. Composer ist grundsätzlich ein Open Source Projekt, geschrieben in PHP. Und für PHP Dependency Management sozusagen. Also es ist auf GitHub, also ihr könnt da wirklich in den PHP Source Code schauen. Und das Lustige ist auch, um Composer zum Laufen zu bekommen, muss man die Composer Sourcen mit Composer installieren. Mittlerweile. Also früher war es natürlich nicht so. Da gab es halt noch keine Composer. So irgendwie. Mag der mich ja gerade nicht. Deshalb funktioniert das so nahtlos, weil Composer sich auch um das Class-Loading von den einzelnen Klassen, die diese Pakete mitbringen, kümmert. Ja, also Composer weiß, weil die Pakete sagen, hier liegen meine Klassen in dem Ordner und die erfüllen folgende Spezifikation, deshalb weiß Composer, wo das liegt und führt quasi intern für das konkrete Projekt eine
ja, eine auch eine Registrierung sozusagen, damit er das alles automatisch machen kann. Das heißt, in meinem Code kann ich mehr oder weniger sofort einfach hingehen und sagen, new CSV, bla bla, und dann kann ich das sozusagen gleich benutzen. Genau, also das ist der zweite oder der dritte, vierte, genau. Also es ist ein Kommandozeilentool, es ist ein Dependency Manager. Es gibt halt diese zentrale Registrierungsinstanz für Pakete, also Funktionalitätshäppchen sozusagen. Und es kümmert sich um das Class-Loading. So, wie sieht es, kurz auf die Uhr gucken, ja, das passt sehr gut. Wie sieht es mit Composer und Typo 3 aus? Vor ein paar Jahren gab es das noch nicht, ja, dann gab es immer noch einen klassischen Weg. Und mittlerweile ist aber schon sehr viel passiert, dass man das gut zusammen benutzen kann. Diese Folien, das fand ich ganz interessant, deshalb habe ich sie drin gelassen, sind jetzt 1,5 Jahre alt. Habe ich auf den DevDays gehalten, oder schon fast 2 Jahre alt. Und vieles davon haben wir jetzt quasi schon umgesetzt. Aber trotzdem gibt es bestimmte Unterschiede noch. Also Typo 3 hat eine bestimmte Ordnerstruktur. Ja, also da gibt es irgendwie Typo 3 Conf-Ext, kennt ihr alle, da sind die Extensions drin. Composer hat eine andere Vorstellung davon, wie eine Ordnerstruktur sein soll. Da gibt es kein Typo 3 Conf-Ext logischerweise, weil es hat nichts mit Typo 3 zu tun. Da gibt es einen anderen Ordner, der heißt meistens Vendor. Und da drin sind die Extensions oder die Pakete drin. Dann hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt, dass es sowas wie eine Composer-JSON gibt, aber ihr kennt die XDM-Conf, die kennt ihr alle. Da steht drin, meine Extension hat folgenden Titel, da stehen auch Dependencies drin, ja, also meine Extension braucht News oder braucht Fluid oder was auch immer. Und da steht auch eine Version drin. Und da steht auch drin, mit welchen anderen Extensions es vielleicht Konflikte geben könnte und so weiter. Also diese XDM-Conf beschreibt eure Extension. Und bei Composer gibt es quasi was Identisches, also viele Bereiche kann man 1:1 übersetzen. Das ist aber keine PHP-Datei, sondern eine JSON-Datei und die heißt Composer-JSON. Das heißt, jedes Paket, was ihr mit Composer installiert und auch euer Projekt, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, das ist auch ein Paket, hat so eine Composer-JSON. Und da steht drin, hier sind meine Klassen, lieber Composer, lade meine Klassen da, also mein Source-Code, und ich brauche folgende andere Composer-Pakete, das so im Wesentlichen. Und was auch drin steht, wichtig, der Name steht auch drin. So, dann gibt es halt, ne, im Typo 3-Universum gibt es den Extension-Manager, mit dem kann ich Extensions runterladen und installieren. Das widerspricht sich ein bisschen mit Composer. Ja? Ich hatte gesagt, Composer stellt einen Zustand her. Wenn ich da jetzt noch Typo 3 nehmen würde, der in diesen Zustand quasi reinpusht, dann gibt es irgendwie einen Konflikt. Genau, und das ist nicht so wichtig. Was gibt es halt grundsätzlich für Dinge sozusagen, die ihr mit Composer installieren könnt? Einmal logischerweise Typo 3, ja, das Klassische. Und ihr könnt aber auch mittlerweile eigentlich jede Extension mit Composer installieren. Also sowohl eigenentwickelte Extensions, als auch Extensions, die im TR sind, als auch sogar noch andere Extensions. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Composer-Konzept, das ist eher ein Konzept, was ich so übernommen habe aus anderen Projekten, also der Symfony-Welt oder der Neos-Flow-Welt. Mit Composer könnt ihr ein sogenanntes Web Directory euch erstellen. Also, dass ihr definiert, also ihr habt ein Projekt, da liegt eine Composer-JSON drin, da steht drin, was ihr alles braucht in dem Projekt. Aber ihr möchtet nicht, dass diese Composer-JSON, wo drin steht, was ihr alles installiert habt, möchtet ihr eigentlich nicht, dass jeder die lesen könnte. Ja, also ich gehe auf irgendeine Webseite und, keine Ahnung, typo3.org/composer-json und dann weiß ich automatisch, welcher Code ist drin, in welcher Version. Und dann kann ich so meine Exploit-Listen durchgehen, so welche Sicherheitslücken gibt es denn für den Code, und dann geht es ganz schnell. So, deshalb ist es sehr einfach, oder haben wir das sehr einfach gemacht für Typo-3-Projekte, dass man sagt, nee, das liegt alles lieber außerhalb, so möglichst viel außerhalb, und ich habe so ein Extra-Verzeichnis, das kann ich benennen, wie ich möchte, Web, Public, htdocs, wie auch immer, und da liegt mein Zeug drin. Genau, das... keine Ahnung, wie ich das eingebaut hatte damals. Aber jedenfalls, ich hatte gesagt, ihr könnt mehr oder weniger
sofort loslegen, ne? Composer kümmert sich ums Glassloading, dann sagen New irgendwas, das ist nicht ganz richtig, ihr müsst einen einzigen Schritt müsst ihr machen, wenn ihr quasi vom Scratch, also nicht ein Typo 3 Projekt, sondern irgendein Composer Projekt macht, dann müsst ihr eine Datei einbinden, die heißt Autoload.php, die legt Composer selber an, wenn ihr Composer Install macht, also wenn ihr sagt, Composer, bitte stell diesen Zustand her, dann legt Composer die automatisch an und diese eine Datei, die müsst ihr requiren als allererste Stelle. Und das macht Typo 3 aber schon für euch. Ja, also in den verschiedenen Dateien, die aufgerufen werden, wenn ihr das Frontend, das Backend, das Install-Tool aufruft, steht als allererstes mehr oder weniger require irgendwie Autoload.php. Und danach geht alles automatisch. Also sprich, ihr müsst euch darum nicht mehr kümmern. Ihr müsst nur noch sagen, ich brauche jetzt News und dann ist für News sozusagen alles erledigt. So, ein paar Worte hierzu noch. Wer von euch kennt diese Webseite? Oder andersrum, wer kennt sie nicht? Das wäre vielleicht hilfreicher. Genau, sind ein paar. Okay. Wer von den Leuten, die diese Webseite nicht kennen, wer von euch kennt das Typo 3 Extension Repository nicht? Nicht. Okay. Genau. Composer-Typo3.org ist quasi, schafft die Möglichkeit, dass ihr alle Extensions, die im Typo 3 Extension Repository sind, per Composer installiert. Ende. Das war's. Genau, das ist der einzige Zweck dieser Webseite, dieses Services. Extensions, die im TR sind, über Composer installierbar machen. Ende. Ja, also nur dafür. Ihr braucht sie nicht, um Typo 3 mit Composer zu installieren. Das geht auch ohne. Das heißt, wenn ihr keine Extensions aus dem TR braucht in eurem Composer-Projekt, dann braucht ihr diese Webseite gar nicht. Wenn ihr TR-Extensions braucht, die nur im TR veröffentlicht sind, dann braucht ihr diese Webseite. Das weiß ich nicht. Achso, genau. Dann noch ein paar Hinweise, um das auch nochmal klarzustellen, weil immer so, benutzt du den Composer-Mode in Typo 3? So, wer hat diesen Begriff schon noch nie gehört, Composer-Mode? Haben alle schon mal gehört. Wer weiß ganz genau, was das ist? Einer, genau. Das ist meine Befürchtung auch gewesen. Ich frage mich auch immer wieder, ob das eine schlaue Idee war, das so zu machen. Aber das ist eine reine Optimierungsschicht sozusagen dafür, wenn man Typo 3 mit Composer installiert. Dass wir nämlich gesagt haben, Composer kümmert sich ums Glassloading. Warum muss Typo 3 sich dann auch noch ums Glassloading kümmern? Macht eigentlich keinen Sinn. Lassen wir das doch die ganze Arbeit Composer machen. Bedeutet aber Folgendes. Wenn ihr Typo 3 mit Composer installiert, dann merken wir uns das, stellen wir das irgendwie fest. Und wir schalten quasi den Glassloading-Mechanismus von Typo 3 aus. Das heißt, wenn ihr im Extension Manager hingehen könntet und eine Extension installieren könntet, was momentan nicht geht, dann würde diese Extension nicht funktionieren, weil die Klassen nicht gefunden werden. Weil Composer hat diese Extension nicht installiert, sondern Typo 3 hat die Extension installiert. Sprich, der einzige Unterschied zwischen Typo 3 im Composer-Mode und Nicht-Composer-Mode ist, dass ausschließlich Typo 3 sich ums Glassloading kümmert. Und das ist eine Designentscheidung gewesen. Also wir hätten sagen können, Typo 3, du weißt, wo Extensions liegen, guck mal, dass du diese Klassen auch noch findest. Haben wir aber nicht gemacht. Und das ist dann auch der leichte Performance-Gewinn, den man hat, dadurch, dass Typo 3 sich nicht selber um irgendwas kümmern muss bei jeder Anfrage, sondern Composer das einfach schon da liegen hat, ist es auch ein paar Millisekunden schneller. So, und genau darauf wollte ich hinaus vorhin. Was ich vor 2 Jahren als Future Improvements sozusagen im Kopf hatte, das ist mehr oder weniger alles umgesetzt. Ja? Also ich habe ein Web-Directory und es gibt in vielen Hosting-Umgebungen das Problem, dass die PHP-Dateien keine Symlinks sein dürfen. Das heißt eigentlich, wenn ich mit Composer Typo 3 installiere, dann ist es erstmal kaputt. Das müssen wir irgendwie ändern. Geht jetzt. Dazu, die Entry-Scripts sind hier die Index-PHP-Dateien fürs Backend, fürs Frontend und so weiter. Damit wir die nicht symlinken müssen, müssen wir sie irgendwie generieren. Und auch das haben wir umgesetzt. Ja, also in der neuen Typo 3 Version 9
passiert das schon automatisch und mit ein bisschen Unterstützung von Paketen von mir könnt ihr das auch schon für Typo 3 8 bekommen. Typo 3 SysExt, ja, also wer von euch benutzt in jedem Typo 3 Projekt, das ihr benutzt, alle System-Extensions? Genau. Wer kann mir erklären, warum ihr trotzdem den Code dieser Extensions dann auf euer Live-System bringt? Ja? Ja, genau. weil es schon immer so war, genau. Also sprich, wenn ihr Typo 3 jetzt stand vor ein paar Wochen installiert, habt ihr immer alles da. Ja? Also ihr habt ein FE-Login da, obwohl ihr gar keine Frontend-User habt. Ihr habt ein Workspaces da, obwohl ihr in eurem Projekt kein Workspaces braucht. So, dieses Problem haben wir jetzt mehr oder weniger auch erledigt. Das hatte ich schon. Und dann bleibt noch ein letzter Schritt. Also momentan, ich hatte ja gesagt, so Composer.json wollt ihr nicht in dem Web-Directory haben, aber Typo 3 erwartet irgendwie bestimmte Dinge da noch, zum Beispiel ein Typo 3-Conf-Ordner, der sollte möglichst da sein. Und der Typo 3-Conf-Ext-Ordner sollte auch da sein. Und in Extensions gibt es einen Ordner Public, der muss natürlich auch erreichbar sein, weil da liegen eure Grafiken und CSS-Dateien und sowas im Zweifelsfall drin. Aber was ihr eigentlich wollt, aus Sicherheitsgründen ist, dass im Verzeichnis, was von außen über den Webserver erreichbar ist, nur CSS, also nur die Public Assets quasi liegen, also CSS, Bilder und so weiter, und drei PHP-Dateien. Eine Index.php fürs Frontend, eine Index.php fürs Backend, eine Index.php für, oder heißt mittlerweile Install.php, für das Install-Tool. Oder vielleicht zukünftig nur noch eine Index.php, aber das ist noch zukunftsmusik. Aber mehr nicht, ja? Also nicht irgendwie eine Local Configuration PHP oder irgendwelche Klassen oder ex-local-confs oder TypoScript-Dateien oder SQL-Dateien oder T3D-Exporte mit Admin-Usern drin, habe ich alles schon gefunden. Das wollt ihr alles nicht im Document-Root haben. Und auch das ist möglich. Mit einer 7.6 ein bisschen schwieriger, habe ich keine Lust gehabt, mich darum zu kümmern. Aber mit einer 8er geht das schon, wenn ihr das möchtet. Ja, ihr installiert ein Composer-Paket von mir zusätzlich noch und es funktioniert einfach. Es gibt ein paar Voraussetzungen bei den Extensions. Die müssen nämlich so gestrickt sein, dass wirklich alle Public Assets im Resources Public liegen. Wenn das nicht der Fall ist, geht es nicht. Aber bei den Core-Extensions ist das komplett der Fall und bei vielen anderen Extensions, wie zum Beispiel News oder so, ist das auch der Fall. Gibt es noch nicht, das sind die nächsten To-Dos. Also ich habe leider nicht so viel Zeit für Blogartikel gehabt. Das wäre so eigentlich seit ein paar Monaten schon der Plan, da irgendwie was so zu schreiben. Und mit Benny bin ich auch in Besprechungen sozusagen, dass wir mal eine vernünftige Composer-Dokumentation für Typo 3 bekommen und da dann halt auch Best Practices dokumentieren. Und das wäre dann ein Teil davon. Und sowieso zukünftig, also meine ganzen Ideen, wenn ich irgendwie Dinge mache, ist, wie kann man das dann irgendwann etablieren, dass Typo 3 das standardmäßig einfach so aussehen wird. Wird vielleicht nicht für die neuen passieren, aber für spätere Versionen. Subtree-Split. Diese ganzen Extensions, die ich erwähnt habe, die Typo 3 mitliefert, die liegen in einem Git-Repository, in einer Versionskontrolle. Sprich, wenn ich das Paket installiere, Typo 3, dann habe ich alle da automatisch. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber Git hat ein paar Funktionalitäten, mit der man aus einem großen Git-Repository Unterordner in ein eigenes Git-Repository quasi exportieren kann mit der gesamten Versionshistorie. Das nennt sich Subtree-Split, also das heißt dann Git, der Kommandozeilenbefehl Git, Subtree-Split und dann gibt man einen Ordner an. Und das haben wir gemacht mit allen System-Extensions, weil mittlerweile spätestens seit Typo 3 8, Typo 3 7 6 fast schon, ist aller Code, also jeglicher Code, den Typo 3 hat, liegt in einer System-Extension. Also es gibt keinen Code mehr außerhalb. Also ganz früher gab es ja T3-Lib-Ordner und so weiter, das war einfach, der lag da irgendwo und es gehörte zu keiner Extension. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Sprich, ihr könnt jetzt euer Typo 3 installieren für euer Projekt und dann ist nur der Code, der Typo 3-Code in eurem Projekt, den ihr auch wirklich braucht. Also wenn ihr kein Workspaces braucht, ist der Workspaces-Code einfach auch nicht da. Kann er keine Bugs haben. Das sind dann eins, genau, das passiert automatisch. Also sobald wir in das Hauptrepository, das haben wir immer noch, weil das einfach bequemer und einfacher ist,
wenn wir da etwas mergen, dann wird automatisch jede Änderung aus den einzelnen Paketen in die einzelnen Git Repositories. Die sind read-only, also da wird nichts, da wird nie manuell was gemacht, sondern immer nur automatisiert wird da reingepusht. Und diese Pakete sind jetzt auch auf Packages registriert, das heißt, man kann sie mit Composer einzeln installieren. Es ist noch, ich sag mal, Beta, aber ich würde es jetzt einsetzen. Also ich kenne mich mit Composer aus, ich weiß, was ich tue, ich würde es sofort einsetzen. Das funktioniert. Funktioniert noch nicht ganz out of the box, auch da braucht man ein kleines Hilfspaket von mir, aber ja, es ist halt ein Paket, was man mit installiert und dann funktioniert. Also geht auch schon. So, bla bla. Genau, das war jetzt das. Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Nicht allzu viel. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich jetzt doch eine Live-Demo machen kann oder nicht. Damit ihr kurz seht, was sozusagen das Ende von der Fahnenstange sein kann. Viele WLANs hier. Schade eigentlich. Vielleicht sollte ich iPhone einfach nehmen. Wem gehört der Hotspot iPhone? Schade. Mit eigenen Extensions? Das ist eine sehr konkrete Frage. Vielleicht machen wir einfach Fragerunde jetzt, dann kann ich es euch nicht. Ja. Dann, genau, also das Einfachste wäre, ihr packt das, also ihr habt sowieso alles unter Versionskontrolle, hatte ich ja schon gesagt, sprich ihr habt die Extension, das wäre eine Möglichkeit in einem Git-Repository und Voraussetzung, dass es mit Composer funktioniert, ist, dass eure Extension auch eine Composer-JSON mitbringt und dann könnt ihr Composer sagen, schau nicht nur auf Packages nach, und schau, was da für Pakete sind, sondern schau bitte auch in diesem Versionskontrollsystem nach. In diesem gebt ihr eure URL an und dann findet Composer auch dieses Paket. Das hat immer einen Namen und eine Version und dann könnt ihr das einfach auch installieren. Das wäre eine Variante. Oh, das ist ein Kundenprojekt, das wollte ich jetzt nicht. Da könnt ihr, also was ich immer empfehlen würde, ist, dass ihr das alles so einrichtet, dass ihr mit SSH-Keys arbeitet. Also das können eigentlich alle Versionskontrollsysteme, die man so kennt, also GitLab zum Beispiel, könnt ihr ja lokal bei euch haben irgendwo und da könnt ihr sagen, hier Deployment-Key oder sowas und dann kommuniziert ihr quasi mit einem SSH-Key und das kann Composer auf alle Fälle auch. Es gibt aber noch eine andere Variante, die ich euch... In der Hoffnung, dass ich das jetzt noch hier habe, den Code. So. Vielleicht schauen wir uns auch einfach mal so eine Composer-JSON an. Das ist gar nicht so schlecht. Dann schalte ich das hier nochmal in. Das kann man wahrscheinlich sonst schlecht sehen. Ja.
So. So, wenn mir irgendjemand sagen kann, wie ich diese blöde Meldung von PHP-Storm wegbekomme, das sagt mir immer, ich will aber nichts installieren. Ja, okay. Also so sieht eine Composer-JSON aus. Also wenn ihr JSON kennt, dann erstmal keine Überraschung. Ja, irgendwie geschweifte Klammern, eckige Klammern, Anführungsstriche, Doppelpunkte. Und das ist der Part, der heißt Repositories. Also es gibt hier alles, was man hier schreiben kann. Da gibt es eine Composer-Doku. Das sind bestimmte Schlüsselwörter sozusagen. Und Repositories ist das, wie man Composer mitteilt, schau bitte auch noch danach. Und das ist das, was ihr auch tun müsst, wenn ihr TR-Extensions installieren wollt. Weil TR-Extensions, die haben oder müssen keine Composer-JSON mitliefern. Das heißt, Composer könnte gar nichts mit anfangen. Man könnte die gar nicht auf Packages registrieren. Deshalb gibt es halt Composer-Typo3.org. Und da müsst ihr Composer sagen, schau bitte auch auf Typo3.org nach Paketen. Und da könntest du dann dein eigenes Paket reinpacken. Also sagst du Type VCS, also es gibt verschiedene Arten von Orten, wo er nachschauen kann, und da sagst du dann git add oder vielleicht eher https Doppelpunkt Doppelslash und dann deine URL zu deinem Repo. Genau, und das ist dann ein Repo, ein Paket, eine Extension. Was ich aber mittlerweile empfehlen würde, wenn das eine Extension ist, die ganz konkret zu einem Projekt gehört, ja, und eigentlich außerhalb des Projektes gar nicht nützlich ist, eine, zwei oder vier, fünf Extensions, je nach Projekt, dann macht es euch in Gottes Namen einfach und committet diese Extensions in euer Projektrepo. Also grundsätzlich habt ihr sowieso ein Projektrepo sozusagen, das ist sozusagen dieses Projekt. Da liegt eine Composer-JSON drin, die das Projekt beschreibt. Und eure Extensions, die zu dem Projekt gehören, packt auch bitte in einen Ordner in dem Projekt. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Jetzt muss ich aus diesem Presentation-Mode irgendwie wieder rauskommen. Exit Presentation-Mode. Könnt ihr das eigentlich erkennen? Das ist wahrscheinlich schlecht, ne? So, dann muss ich das hier mal kurz... Mein tolles Material-Theme auskommentieren. Normal. So, also das ist mein Projektrepository. Ignoriert diese ganzen Ordner erstmal hier, das ist egal, das sind Implementierungsdetails, aber ich habe einen Ordner Packages. Ich habe den Packages genannt, weil da drin könnten Typo3-Extensions liegen, die ich mit Composer installiere. Es könnten aber auch irgendwelche zusätzliche andere Funktionalität sein, die ich jetzt entwickelt habe für das Projekt, die reine Composer-Pakete sind und dann halt nicht in Typo3.conf.x installiert werden, sondern im Vendor-Ordner. So, und da habe ich jetzt, habe ich ein Beispiel gemacht, das ist quasi eine Typo3-Extension hier, eine mini-kleine, die bringt nur so ein bisschen Konfiguration mit und ein paar Icons sozusagen. Weil es eine Typo3-Extension ist, braucht die eine XDM-Conf, da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist eine Composer-JSON, schauen wir uns die mal kurz an. Jedes Paket, was ihr mit Composer installieren wollt, braucht zwingend einen Namen. Und es ist nicht hundertprozentig nötig, aber sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Deshalb sage ich jetzt einfach, ihr müsst diesen Namen zweiteilen. Und zwar einen Namen vor dem Slash, dann ein Slash und dann ein zweiter Name hinter dem Slash. Und der erste Name nennt sich Vendor. Vendor bedeutet Hersteller sozusagen dieses Paketes. Und danach könnt ihr euch austoben und fast alle Zeichen verwenden. Macht's aber lieber nicht. Also keine Ahnung, ob man da jetzt Smileys reinpacken könnte oder so. Also ich würde halt
Zahlen möglichst vermeiden und als Trennung würde ich immer Minus nehmen, weil das die meisten machen. Ihr könnt aber auch Unterstrichen nehmen. Wenn es eine Typo3-Extension ist, dann braucht es auch einen Typen. Also es gibt verschiedene Pakettypen, kann ich jetzt nicht genauer darauf eingeben. Aber wenn es eine Typo3-Extension ist, dann muss die vom Typ Typo3-CMS-Extension sein. Das instruiert Composer in Anführungsstriche, dass die in Typo3.conf.ex installiert wird. Also das ist quasi das, was dazu führt, dass der Code in Typo3.conf.ex installiert wird und nicht im Vendor-Ordner. Dann könnt ihr eine Description hinterlegen, ihr könnt eine License hinterlegen, ihr dürft definieren, welche Versionen sozusagen ihr braucht. Also in dem Fall habe ich definiert, ich brauche PHP größer 7.7 und ich brauche Typo3 in 8.7. Und wenn ihr Klassen mitbringt, dann definiert ihr hier auch noch eure Autoload-Informationen. Wie das genau aussieht, wird jetzt auch ein bisschen zu weit führen. Da könnt ihr mich gerne auf dem Camp noch anquatschen, wenn ihr da irgendwie Probleme habt oder Fragen. Genau, und was ihr auch noch definieren müsst, ist eine sogenannte Replace-Sektion. Da müsst ihr euch einfach merken, in Replace an erster Stelle steht mein Extension-Key. Ja, weil in der XDM-Conf steht der Extension-Key nicht, warum auch immer, stand da noch nie drin. Sprich, Composer muss wissen, wie der Ordner in Typo3.conf.ext heißen muss. Und der Ordner heißt ja nicht Hell Home Site Package, sondern muss er irgendwie heißen. Und deshalb gebt ihr den Extension Key hier so an. So, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier eine Extension, die liegt in diesem Packages-Ordner mit committed in meinem Hauptprojekt-Repo. Und jetzt sage ich Composer, schau nicht nur auf Packages nach und auf Composer-Typo3.org, sondern auch in einem Pfad relativ zu dieser Datei, nämlich im Ordner Packages und allen Unterordnern darunter. Also ihr könnt sogar noch mehr, ihr könnt auch weitermachen hier, könnt auch sagen, Stern slash oder noch besser, wo ist denn mein Stern? Wir können sagen Stern, allen Unterordnern und Unterunterordnern. So. Aber das würde mir zu weit führen und zu kompliziert. Ich würde einfach sagen, alle direkten Unterordner, schau danach nach Composer-JSONs und erlaube, dass dieses Paket mit installiert wird. Ja? Das heißt, ich kann dann, also ich hatte ja eben, mach nochmal hier mein Site-Package auf, das heißt Hell Home Site-Package. Das heißt, ich kann dann in meiner Composer-JSON sagen, hier, da ist es, bitte nimm auch das Paket Hell Home Site-Package, das ist weder im TR noch auf Packages, das ist nirgends, das ist nur hier in meinem Git-Repository sozusagen und installiere das als Dev-Version. Also die Version ist egal, nimm einfach das, was du hast sozusagen. Und damit installiert er mir diese, installiert in Anführungsstriche mir diese Extension, das kann ich euch auch mal kurz zeigen, im Public-Ordner, nee, ist im Private-Ordner. Ja? Also das ist ein Symlink auf Packages Hell Home Site Package. Und ihr könnt aber auch Composer dazu anweisen, wenn ihr jetzt mit Symlinks Probleme habt unter Windows und Administratorrechten und so, könnt ihr auch sagen, liebes Composer, kopier das da alles hin. Das ist aber, wenn sie es vermeiden lässt, dann lasst den in Symlink setzen, weil das ist weniger Overhead, ja. Nein. Also Composer weiß nichts von Datenbanktabellen und Typo3. Composer weiß nur von Code und von Klassen und Class-Loading. Das heißt, der Rest der Automatisierung, dass irgendwie auch Datenbankabgleich und so weiter passieren kann, das wäre dann weitere Automatisierung. Das wäre quasi meine zweite Session um 16 Uhr. Da benutze ich die Typo3-Konsole dafür, die das dann alles macht. Das ist der Endstart-Status sozusagen, den ich euch zeigen wollte. Muss ich nachher mal gucken, ob ich nachher WLAN irgendwie hinkriege oder Internet zumindest, damit ich euch das nachher auf alle Fälle zeigen kann. Aber da sind weitere Schritte nötig, dass ich sage, Composer require Typo3 News in meinem lokalen Entwicklungsumgebung, auf der PHP und MySQL läuft, dann reicht dieser eine Befehl, bitte nimm News und dann richtet die Konsole alles ein, dass ich sofort quasi ins Backend gehen kann und News-Datensatz anlegen kann. Oder andersrum, ja, egal. Hm.
in TYPO3-ConfX, da muss es ja dann hin, letzten Endes. Und ich möchte, dass das Paket quasi von Composer installiert wird, damit Composer sich auch um Classloading und so weiter kümmern kann. Und wenn ich kann das ja nicht da haben, das Paket, und gleichzeitig dahin installieren sozusagen. Das würde nicht gehen. Was gehen würde, ist, dass ich es dahin packe und in meiner Haupt-Composer-JSON dann sage, ja, du findest hier die Klassen auch nochmal. Ne? Also ich müsste die Klassen, Class-Loading-Informationen müsste ich duplizieren, und außerdem hätte ich dann in dem Ordner hier eigene Sachen und fremde Sachen. Das finde ich auch unpraktisch. Das hat mich immer gestört. Das heißt, immer wenn ich in einem Projekt war, so habe ich es früher auch gemacht, meine eigenen Sachen waren hier drin, einsortiert in 20 anderen Extensions. Und das ist auch schwierig dann mit dem Committen. Ja? Also ich muss dann, die Git-Ignore ist komplizierter. Ich sage dann nicht Git-Ignore TYPO3-ConfX, sondern Git-Ignore TYPO3-ConfX außer Helm-Side-Package, außer Helm oder Projektname, Kundenname, irgendwas, das Neue. So. Und so habe ich eine ganz klare Strukturierung. Mein eigener Kram ist hier sehr schnell erreichbar, und dieser Ordner, der interessiert mich gar nicht mehr. Da kümmert sich dann TYPO3 und Composer. Der ist komplett aus der Versionskontrolle raus. Komplett TYPO3-ConfX ist raus. Und versionieren mache ich dann hier. Und dann habe ich auch alles griffbereit, was ich für das Projekt brauche, habe ich alles hier griffbereit. In einem Unterordner quasi. Und nicht web TYPO3-ConfX, so klapp, 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 klapp. So. Und der andere Vorteil ist, ihr habt quasi nur noch, ne, also in dem Fall ist es nur ein Paket, eine Extension, aber ich habe in TYPO3-Projekten gearbeitet, da hatte ich halt 15 externe Repositories, und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, wenn ich Änderungen mache, die 8 Extensions betreffen, ja, dann bin ich in 8 Repositories, Pull-Request, liebe Kollegen, schaut euch das alles an, installiert euch das alles gleichzeitig, achtet drauf, dass bla, und dann wird es wieder kompliziert. Und so ist es, ich mache einen Pull-Request quasi oder eine Änderung, und die kann sich angeguckt werden, und die ist dann quasi projektweit sozusagen spezifiziert. Es ändert sich ein bisschen, wenn ihr Pakete habt, die ihr in vielen Projekten verwendet, ihr aber nicht veröffentlichen wollt. Warum auch immer eigentlich. Ist doch so nützlich, dass ihr das verwendet. Könnt ihr auch, na, egal. Aber wenn ihr quasi was Allgemeingültiges habt, was ihr mehrfach verwenden wollt in mehreren Projekten, dann ist es natürlich blöd. Ne? Dann würde ich natürlich auch das irgendwie in ein Git-Repository packen, dass es dann aus verschiedenen Projekten dann reinziehen könnt. Okay, weitere Fragen? Ich glaub, ein paar Minuten haben wir noch. Kurze Antwort, nein. Also ich würde es immer vorziehen, irgendwie ein System zu haben, wo ich das Ganze paketiere, also wo ich dann sage, hier baue mal meine ganzen Sourcen zusammen und dann übertrage das dann per, etabliert hat sich da AirSync über SSH, habe ein System, wo ich das alles baue und paketiere das dann alles dahin. Hat den Vorteil, dass auf dem Live-System nicht sein muss. Also da muss kein Composer sein. Das Live-System muss nicht mit meinen ganzen Versionskontrollsystemen sprechen, ja, weil das wäre sonst der Fall. Composer, ich sage Composer, schau mal bitte in diesem privaten Repository nach, dann muss ich auf dem Live-System quasi meine SSH-Keys für mein Versionskontrollsystem hinterlegen und durch diverse Firewalls durch und so. Das will man eigentlich nicht. Deshalb immer woanders paketieren. Also ich persönlich als Freelancer, wenn ich kleinere eigene Projekte habe, dann mache ich das hier auf meinem Laptop, dann ist das mein Paketierungssystem. Im größeren Kontext hat man einen Packaging-Server oder was auch immer, hat einen Jenkins oder irgendwelche anderen Automatisierungstools, die das Zeug für euch zusammenbauen und dann irgendwie irgendwo hinschieben. Weiter, traut euch auch gerne, andere Fragen zu stellen. Also worauf ich gar nicht eingegangen bin, ist so, ne, wie sage ich, welche Versionen ich haben will und so. Da gibt es eine bestimmte Syntax, die man sich aneignen muss. Es gibt sowas wie... Genau. Das hat andere Gründe, warum die Sys-Extensions hier quasi drin sind. Ich habe immer noch das Hauptpaket. Ja? Also das, was Composer sozusagen dann installiert, ist dieses Hauptpaket in dem Fall. Und
diese Sachen, die kann ich hier reinschreiben, weil dieses Hauptpaket sagt, übrigens, wenn du mich installierst, dann hast du auch gleichzeitig BLog installiert und gleichzeitig hast du dann auch Context-Help installiert. Deshalb meckert Composer nicht, weil dieses Requirement ist quasi erfüllt, wenn ich das installiere. Und jetzt dadurch, dass wir den Subtree-Split gemacht haben, könnte ich jetzt hingehen und diese Zeile löschen. Composer install und ich habe nur die Pakete, die ich brauche. Ich bin dann schon darauf vorbereitet, weil ich angefangen habe, das schon so zu machen in meinen Projekten. Genau. Also das habe ich, im Wesentlichen habe ich diese Sachen eingeführt für die Konsole, damit die Konsole hinterher weiß, okay, ich habe hier Typo 3 System-Extensions, aber welche zur Hölle davon sollen jetzt aktiv sein und welche nicht? Ja? Also alle wahrscheinlich nicht, aber welche? Wo schreibe ich das rein? Und irgendwann bin ich dazu dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ja, warum schreibe ich das nicht auch einfach in die Composer-JSON rein? Auch mit dem Hintergrund, dass ich später einfach genau das machen kann, diese Zeile löschen und ich bekomme dann die einzelnen Pakete installiert. Nein, das ist ein Beispielprojekt hier. Das ist nicht die Konsole. Das ist meine Beispieldistribution, wo ich so ein paar Sachen reingepackt habe, wo ich gedacht habe, die kann man immer so mal gebrauchen. Genau. Genau, ich habe auch so ein Paket, das nennt sich Composer Setup, was diverse andere Dinge auch noch macht, das wäre nochmal eine eigene Session, vielleicht kann ich morgen darüber nochmal was erzählen. Und da sind schon die Requirements drin für die Basis-Extensions, genau, weil das ist noch, wo wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Die einzelnen System-Extensions definieren noch nicht so genau, wovon sie wirklich abhängen. Also BLog braucht faktisch Fluid und XBase und so ein Kram, das steht aber da nicht drin. Und außerdem gibt es ein paar Extensions, die Typo 3 selber braucht, ohne dass es gar nicht funktionieren würde, wie Salted Passwords oder so, oder Backend und Frontend und sowas. Das in der Theorie können wir vielleicht irgendwann dazu hinkommen, dass man ein Typo 3 hat ohne Frontend, aber momentan braucht man das noch. Okay, weitere Fragen? Mir ist ja so eine Idee gekommen, kann ich auch laut sagen oder fragen. Du hast erzählt zu Anfang, dass es eben noch nicht viel spezielle Dokumentation gibt. Und ihr das wahrscheinlich auch so schnell nicht schaffen werdet. Deswegen arbeite ich mal an. Meinst du, du könntest irgendwie mit vertretbarem Aufwand ein Konzept oder ein Raster von der Doku schreiben? Lass mich einen Satz weiter sagen. Mhm. Weil ich nämlich weiß, es gibt auch immer viele Interessenten, die irgendwie Doku lernen wollen würden. Aber wenn wir das dann tun, dann wissen wir irgendwie, ja, was könnten wir denn mal machen? Und man könnte eigentlich, ich könnte mir vorstellen, einen Workshop über Doku-Schreiben zu machen. Ja, und dann braucht man einen Real-Life-Anwendungsfall. Und dann müsste man nur sozusagen ein Raster haben, was zu tun ist. Also bestimmt, also ich glaube in eine Composer-Doku könnte sowas, was ich jetzt ja auf den Folien hatte, warum überhaupt, warum soll ich mich damit beschäftigen, wäre eigentlich ein schöner Einstieg sozusagen. Ich würde auch gar nicht so viel dazu schreiben, aber das wäre ein guter Einstieg. Und dann ist es, glaube ich, wäre es schnell gut, sehr schnell dann zu Praxisbeispielen zu kommen. Also so sieht die Composer-JSON an der Extension aus, so sieht eine Beispielprojekt-Composer-JSON aus. Also ja. Eine Materialzusammenstellung macht. Ja. Einfach, oh, da habe ich einen Vortrag, da habe ich Links zu der Composer-Website und da hat jemand mal einen Blogartikel. Und wenn man das irgendwie schon mal so als Dinge hat, so als, genau, so Schlagworte oder so, was da rein, ja, wäre ein guter Einstiegspunkt. Genau. Okay, ja. Die ist up to date, ja. Ich glaube, der letzte Masterstand funktioniert noch nicht, weil das schon auf Konsole Master irgendwie geht, aber es gibt eine getaggte Version, die ich dann auch nachher dann gerne zeigen wollen würde.
Und das ist, also ich habe zwei Sachen. Ich habe eine Typo-3-Distribution, wo ich alle meine Ideen reingepackt habe, was man so machen kann. Und das wäre auch eine, also ich würde das, glaube ich, so nehmen, aber es ist nicht unbedingt zwingend, dass ihr alles davon nehmt. Aber ihr könnt euch Teile daraus einfach problemlos nehmen und sagen, das gefällt mir so, das will ich lieber anders machen. Und es gibt ein anderes Ding, das heißt Minimum, Typo 3 Minimum Distribution oder sowas. Das wäre so das, was ich euch als mindestens ans Herz legen würde, sozusagen. Wenn ihr schon Composer macht und Typo 3 Konsole verwendet, dann macht wenigstens das und darauf könnt ihr dann aufbauen. Genau, aber weiteres dann gerne auch in der nächsten Session. Ich kann nur ich kann nicht sagen, dass das für alle unbedingt funktionieren muss, aber ich kann auch ein Praxisbeispiel nennen. Ich habe mal beim großen Projekt, sollte ich einsteigen für eine Agentur. Das war ein Riesending, die brauchten irgendwie Typo 3.